Langsam, oder? Hast du? Ja, ja, ich hab. Schneller. 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 Geil, schneller. So geil, schneller. Fliegkräfte. Schneller geht nicht. Morgen. Warum sollte man bei EZ Frech dabei sein? Was war bis jetzt das Beste? Der Morgensport von mir natürlich. Der, wo keiner dabei war? Richtig, deswegen sollst du ja mitkommen. Ich. Du auch. Es geht jetzt nicht um mich, es geht um die anderen. Du auch, na die anderen, dass die dann mitmachen können. Du wirst jetzt aber die anderen nicht wirklich mit Morgensport für EZ Frech begeistern, natürlich. Oder? Natürlich. Das war das Beste bis jetzt. Na, könnt ihr schlafen? Na Joel. Eigentlich super. Joel, gut geschlafen? Joel hat gut geschlafen. Wenn der Joel gut schläft, dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. Das war jetzt die erste Nacht. Du hast sie erfolgreich überstanden. Hat sich's bis jetzt schon gelohnt? Bis jetzt? Ja, definitiv, Leute. Kommt, tut euch das auch an. Guten Morgen, Lukas. Es ist jetzt 7:20 Uhr, ist gefühlt arschkalt. Ja. Ein Tipp an nachfolgende Generationen, warum lohnt es sich mit zur EZ Frech zu kommen? Es gibt immer noch die Möglichkeit früh zu joggen und an sich so die Programme, die Seminare hier, ja, das lenkt ein bisschen ab, auch vom schlechten Wetter. Für alle Jungs, die Single sind, das muss ich jedes Mal sagen, bist du nicht alleine? Time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I've got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants some presto magic, 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 magic. Hey! Come on, come on, I see this.
Da hinten dran oder vorne, je nachdem. Was sagen die zu unserem Boot? Gar nichts. GoPro! Geiles GoPro. Boot! Geiles Boot, was wir haben. Alle haben uns geklaut. Das wird drauf? Na klar, okay. Was sagen Sie zu unserem Boot? Ah, I'm so exciting! Was sagen Sie zu dem Boot? Ich habe Angst, dass irgendjemand übers Boot stolpert. Mach du das mal weiter. Und hast du Bock? Nee, das ist das Problem. Was? Ja, ich hab auch eine Rose. Wir werden sehen, wo diese Spur hinführt. Aber diese Spur führt zu? So einen motivierten jungen Menschen. Der schon seit einer halben Stunde hier im Wasser steht. Und immer noch keine Lust hat. Diese Ambition an, ja? Dort! Wie ein Fels in der Brandung. In der Brandung, ja. Mach doch mal eine Winkbewegung. Schreien! Und dann würdest du das ins Wasser legen und dann kriegst du das weg. Okay, Jona ist hier kurz vorm Start. Nee. Wie ist deine Gemütslage? Schlecht. Schlecht. Was ist deine Zeit, die du dir vorgenommen hast? 30 Minuten, alles unter 30 Minuten, okay. Okay. Sekunden werden. Wir schauen gleich, was passiert. Nicht toll. Die sind schön. Jona ist am Start. Er ist komplett im Tunnel. Er möchte jetzt auch nicht mehr angesprochen werden. Er ist nicht so am Start, Jona ist am Ende. Okay. Noch besser. Halt gut die Schnur fest beim Start, das ist ganz wichtig. Ja. So, die Hattenkämpfer stehen am Start und starten mit Reitmeins jetzt. Jawohl! Komm, komm, komm! Wir brauchen noch kurz die Nummer. Welches Boot ist auch noch? Ich hab's im Urin, das wird eine neue Top-Zeit. Das sind 1 Minute und 2 Sekunden. 2 Sekunden. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, live bei Jona zu sein, wie er aus dem Wasser raussteigt. Und es werden enorme Emotionen sein, die ihn jetzt prägen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal still sein und die Emotionen zulassen. Fuck! Fuck! Oh! Hier! Nette Menschen erwarten dich. Hüll dich in deinen Zündenhandtuch. Du hast das ganz toll gemacht. Na, die sollten wir behalten. Der ist ein Glücklichsein, der hat doch nur ein Scheißboot. Denkst du, da lockert sein Boot rein? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Ergebnis? Was ist mein Ergebnis? Eine Minute zwei. Ich hab nein! Gesagt, dann, nein! Weißt du, ich hab gesagt, wo du losgelaufen wirst. Pass auf, der Jona läuft eine Minute zwei Sekunden. Und dann
1 Minute und 2 Sekunden. Das Gute ist, ich kann dich dafür verantwortlich machen. Herzlichen Glückwunsch.